Hi, Bro. Ich brauche einen Wagen. Verstehe. Alles okay? Klar. Los geht's. Das ist er. Bis gleich. FBI, Hände, wo ich sie sehe. Mein Bruder braucht Hilfe. Zum Teufel sei das Mann! Helft ihm! Er verblutet! Die Waffe! Ist nicht meine! Der ist tot. Hallo Alex, ich bin Zoe. Wir können einander helfen. Du kennst sie, oder? Klar tust du das. Der eine killt deinen Bruder, der andere buchtet dich ein. Das ist der Deal. Ich will den hier. Special Agent Coburn. Er ist korrupt, fehlt nur der Beweis. Und du willst den hier, Dennis Jefferson, alias Schiff, Boss des 510 Motor Club. Bin dabei. Du hast hier noch 8 Jahre. Wir löschen deine Akte und deinen Namen. Ich sagte, bin dabei. Okay, du arbeitest jetzt für das Federal Bureau of Investigation. Hab nichts dagegen, für das Gesetz zu arbeiten. Wir haben einen Wagen für dich. Ich melde mich. Das behalte ich. Wenn dich das anspornt. Der 510 Motor Club. Was als illegaler Street Racing Club begann, hat sich in 5 Jahren zu einem weit verzweigten Bandenkartell entwickelt. Mit Chaptern in jedem Staat. Fehlerware geht nach Südwesten und Schmuggelware nach Nordosten. Kurz, alles was in ein Auto passt, schmuggeln die 510s. Die beiden Ziele? FBI Special Agent Bill Coburn. Wir wissen, dass er korrupt ist, aber der Beweis fehlt. Und Dennis Jefferson, alias Schiff. Zusammen haben sie die 510s umgekrempelt. Coburn bietet Informationen und Schutz vor dem Gesetz. Schiff erledigt die Drecksarbeit. Die 510s tätowieren sich ihren Rang. Schiff ist der König. V8.
dein Job? Infiltriere den 510 Motor Club, verdiene dir dein Tattoo und steige auf. Finde den Beweis gegen Coburn und wir packen Schiff gleich mit ein. Einer der Chapter-Bosse muss für dich bürgen, damit du dein erstes Tattoo bekommst. Verschaff dir Ansehen auf lokalen Strecken, mach Karriere und hör erst auf, wenn du bei Schiff ankommst. Harry? Hey! Jemand zu Hause? Du willst was von mir? Los, hol's! Harry, ich bin's. Alex. Oh, Scheiße. Alex! Ich dachte schon, die wollen mir ans Leder. Wer will das? Eine Menge. Ich hoffte, die tragen es unter sich aus. Weißt du, Mann, das hier hatte früher mal Gewicht. Aber heutzutage... Oh nein. Nein, Mann! Leg du auf! Es ist nicht, was du denkst. Gerade erst draußen und schon mit einem Fuß im selben Körper wie dein Bruder. Halt mal die Schnauze und hör zu. Ich jage den Mörder von Dayton. Ich brauche Hilfe, Mann. Das wird gefährlich. Und schmutzig. Alles, was ich biete, ist Rache. Nicht mehr, nicht weniger. Für Dayton. An der Ostküste geht es nur um Autos und Bares. High-End-Wagen kommen aus Europa. Geld und andere Waren gehen raus. Ein gewisser Eric Tzu kontrolliert die Region. Eric ist mit Schiff aufgewachsen. Sie sind zusammen, seit Schiff 13 war. Einer deckt den anderen. Das Problem mit Eric, er ist Psycho. Manchmal richtig, Psycho. Vor kurzem sind Fahrzeuglieferungen verloren gegangen. Alles deutet auf einen Insider. Jeder weiß, es ist Eric. Aber da er so dicke mit Schiff ist, will ihn keiner ohne Beweis beschuldigen. Aber die 510-Oberin interessiert nur ihr Anteil. Wenn Eric also nicht bald das fehlende Geld rausrückt, wird's einen internen Krieg geben. Und wir alle wissen, dass Kriege nicht lange intern bleiben. In vielen Fällen geraten Unschuldige ins Kreuzfeuer. Du willst aufsteigen? Dann hilf Eric, das fehlende Geld aufzutreiben. Und zwar so schnell du kannst. Dreh mal nach rechts. Bei mir funktioniert das. Du hattest mal was mit Schiff. So nennen die das also? Du hast sogar Narben als Beweis. Was, wenn er dafür zahlen müsste? Kein Interesse. Ich will leben. Willst du immer weglaufen? Alle zwei Wochen die Adresse wechseln? Nie ohne Waffe in den Supermarkt gehen? Hilf mir. Und du bekommst dein Leben zurück. Wer sagt, dass ich das will? Was willst du sonst? Ich will ihn tot. Dann gibt's nur eine Möglichkeit. Der Süden ist niemands Land. Die 510s wollen ihn schon seit Jahren übernehmen. Viele haben es schon versucht, aber es ging nie gut aus. Das liegt alles an diesem Burschen, Cameron Rockport. Cam. Er gehört zu keiner der Banden, aber täusch dich bloß nicht.
Er hat hier das Sagen. Und er hat eine ganze Menge Muskelkraft an seiner Seite. Jeder, der Cam kennt, hat Angst vor ihm. Du musst diese Angst brechen. Wenn es dir gelingt, Mitglieder zu werben, ein Gebiet zu übernehmen, dann, nur dann, wirst du Cam vielleicht zur Strecke bringen. Dann gehört der Süden dir. Cam wird gefürchtet und respektiert. Gefürchtet, weil er Männer verschwinden lässt. Respektiert, weil er was am Lenkrad drauf hat. Das ist Cams Lauf. Seine Zeit auf der Strecke ist Wahnsinn. Kannst du sie schlagen? Finden wir es raus. Schlag den Rekord nicht nur, vernichte ihn. Kinderspiel. Ha, Lügner. Mann, wenn sich das verbreitet, hast du bald alle Fahrer in den Staaten auf dem Hals.